So, ich muss noch den letzten Teil, den organisatorischen, in zwei Teile machen. Da hat ein technischen Hintergrund, weil wenn ich Internet mache, muss ich die Telefonfreigabe geben und dann kann es passieren, dass es mit einem Anruf klingelt. Deswegen mache ich das mal kurz. Also ihr seht, das ist die Seite von Jonacast und viele fragen mich, wo findet man denn die Videos? Und da bin ich gebeten worden, mal zu zeigen, wo das ist. Also wenn man hier bei Jonacast reinkommt, ne? Also es gibt ja drei Sachen, die wir haben. Die Jona-Mission ist die Fortsetzung von Schwatter zu Flugscharen. Das ist die Inhalte machen. Also die Vorträge ausarbeiten, sich die ganzen schlauen Ideen machen. Der Jonacast ist derjenige, der das hochschafft auf YouTube und die reine technische Verarbeitung. Weil ich will vermeiden, dass Leute, die technisch fit sind, in Dinge reinreden, von denen sie politisch oder medientechnisch oder so nichts verstehen und dadurch drin rumbasteln und dann Mist rauskommt. Ja? Die sollen sich nur um die technische Sache kümmern. Das ist der Broadcaster, deswegen steht das Cast hier. So, was haben wir noch? Das Kaiserrundfunk ist die reine Rundfunkabwicklung. Die kümmern sich um ihre Musik und um die Nachrichtenbeiträge, die tun jetzt aber nicht in die inhaltlichen Sachen reinarbeiten, weil wir haben unsere Arbeitsgruppe, die sich mit Recht und Gesetz und Geschichte befasst. Die machen die Inhalte. So, Inhalteanbieter. So, und dann gibt es dann noch den technischen Ausstatter. Also das heißt, der sich um die Reparatur kümmert. Und das Aufbauen der Bühne und Bühnenbau und so weiter, das ist der dritte Bereich. Ne? So, und das Jonacast betreibt sozusagen das Portal. Das hat den Vorteil, wenn irgendjemand mal einen Fehler macht und weggeschossen wird, bleiben die anderen noch leben. Weil was willst du denn den Techniker verhaften, wenn der Inhalteanbieter irgendwas gesagt hat, was irgendein Politiker in die Nase gestiegen ist? Da sind die anderen zu ihr noch da und die können die Arbeiten ersetzen. In der Zwischenzeit kannst du Gerichtsverfahren wegen falscher Beschuldigung und so weiter anschieben. Kannst den anderen wieder aus der Versenkung holen. Deswegen ist es gut, macht was er macht, teilt es in mehrere Bereiche auf, sodass jeder Einzelne für sich arbeiten kann. Weil so eine kleine Sache, wo man ein Tutu fängt, ist dann nicht so schlimm, als wenn sie das ganze Ding einstellen. So, hier oben gibt es einen Reiter, der nennt sich Playlist. Wenn man da drauf klickt, ja, da kommt man auf die ganzen Playlisten. Und wir wollen jetzt sozusagen für bestimmte Bereiche bestimmte Playlisten bereitstellen. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Playlist Aufklärungsfilme gemacht, das kennt ihr ja bestimmt schon, das setzt sich ja in letzter Zeit rum. Ja. So, ein bisschen Anastasia-Bewegung, dann die Bürgerstammtische und da es 26 Playlisten gibt, gibt es hier hinten noch einen, wo man nochmal klicken kann, da kommen noch 26 weitere. Und da muss man halt gucken. Wir werden das dann ein bisschen straffen und zusammenlegen. Aber hier kommt es dann noch einmal, hier kommen wir glaube ich, ah ja, sind alle, gut. Und hier oben gibt es hier sind die Stammtische Bürgerbewegung. Das ist das, wo ich dann den heutigen Beitrag einstelle, hier in den Bereich. Also wenn ich irgendwo rumfahre, kommen die hier rein. Das sind Playlisten, die wir vorbereitet haben für den Sender, wo die Leute sagen, ich habe ein schönes Schlagervideo, das hätte ich gerne immer am Tag oder zehnmal am Tag gespielt. Die können den Vorschlag machen, dann gucken wir das schon an und stellen das hier rein. Und wenn wir genug drin haben, haben wir einen kleinen Start, wo wir die ersten vier Wochen erstmal Sendebetrieb machen können, bis der Maler durch ist, bis der andere. Wenn in einer Ecke ist, dann das Studio dann schon fertig, arbeitet mit den Playlisten. So ist es vorgearbeitet. Die nächste Geschichte, die wir machen wollen, ist die Videotext vorbereiten. Ich kann es das leider nicht zeigen, weil das Videotext-System muss ich hier an den Rechner in den Box was anstecken und dann kann ich es zeigen. Aber habt ihr Videotext in ARD und ZDF schon mal gesehen? So ungefähr bauen wir es auf. So dass man also weiß, wann kommt welche Sendung und da wird auch VBS verfügbar sein, weil Leute immer noch Videorekorder haben und nachts nicht unbedingt aufnehmen können. So, dann machen wir dann den Startcode, dass der Videorekorder von alleine startet und stoppt. So, das wird alles noch vorbereitet. Und hier drüber wird sozusagen die Information gelassen und die Organisation, da haben wir eine eigene Seite gemacht, die heißt kaiserrundfunk.com, wo ist sie denn? Hier, genau, das ist die Homepage, wenn man hier reinkommt, kann man hier klicken und da habt ihr vorhin schon gesehen, sind die zwei Vorschläge, wie Musikradio aussehen kann, Inselradio Mallorca, das ist so, ja, deutsches Radio, hat aber sehr viel spanische Musik, wir wollen eher das, die Musikauswahl von Hitradio Namibia übernehmen, weil das ist ausgewogener und spricht eine größere Gruppe an. Man muss auch mal sagen, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also wir müssen eine Sendung von der Schlafschafe machen, weil was nützt er denn, wenn du von früh bis abend Musik spielst, die uns gefällt, wo der jeder sagt, wie kann man so einen Mist anhören. Sondern wir müssen
das bringen, was die Leute gerne hören wollen. Wir müssen dort die Nachrichtenbeiträge reinschneiden, damit die aufwecken. Der Haus ist weg, der Auto ist weg, die GEZ wird immer teurer. Der Kaiser hat auch die GEZ nicht bezahlt. Sagt er, was hat er nicht bezahlt? Ich denke, die haben einen Rundfunkstaatsvertrag. Hallo, wo ist denn der Staat? Welcher Kaiser hat denn das bestellt? Ach du Scheiße, ja, hast recht. So, das ist das, was wir den Leuten erklären müssen. So, hier sind dann immer rechts die aktuellen Veranstaltungen. Also wir sind jetzt sozusagen hier oben. Morgen ist dann die am Dienstagabend die Live-Sendung. Da hoffe ich mal, dass ich rechtzeitig zurück bin. Und dann die anderen sind dann unten. So, hier sind die Sendeplanungen, damit ihr mal seht, was wir so wann zeigen würden. Das ist so ein grober Plan. Wird erstmal überlegt, wann was. Wichtig ist uns, Freitag und Sonnabend für die Familie was machen. Tanz, Disco Fox, dass man im Prinzip den Satellitenreceiver in den Garten stellt, Schüssel aufbaut, Beamer an, Freunde einlädt und sagt, guckt euch das mal an. So stellen wir uns das vor. Ein bisschen glückliches Beisammensein, mal abseits von Spielkonsole und Blödhammelschoß. Richtig schönes Familientanz. Kann man jeden größeren Gartenanlage, wird sich das größte Beliebtheit erfreuen. So, und wir wollen mal 2 Stunden in der Woche auch mal ordentliche christliche Musik hören. Ohne Orgel von Gemeinden, die die Arbeit von mir auch jahrelang mitgetragen haben, wo wir sagen, die kriegen mal 2 Stunden in der Woche, drehen wir 2 Stunden, wo die mal Lobpreismusik bringen. Wer es noch nicht kennt, zum Beispiel Mary, Checklist ist vielleicht bekannt. Guckt mal in die Playlist rein. Dann ansonsten Videos von YouTube, die immer mal gelöscht werden, können wir über den Sender rauslassen. Wenn da keine Holocaust-Leugnung drin ist, wenn, machen wir eben ein Amateurvideo rein oder was auch immer. Damit das Ding erstmal informiert wird. Also Kolesovs dritte Wahrheit. Was ist los mit dem Wort Drehsender? Warum ist auf einmal kein Stahlbeton mehr da, bloß noch Pulver? Sowas muss man bringen. Ne? Wer soll was dagegen haben? Sollen sie es doch widerlegen? Wieso wird beim Hausabbruch auf einmal alles radioaktiv verstrahlt? Hat es nirgends gegeben, nur im Wort Drehsender. Man muss mal fragen, warum es so ist. Gut, okay. Haben wir noch was vergessen? Nee, gut. Das wäre erstmal die reine, ja. Dann haben wir unsere Sammelliste, also wenn irgendjemand was für den Sender gibt, dann erscheint er hier in der Sammelliste. Das ist bei wiki.dhnw.net und da kommt man rein, wenn man hier oben auf Wiki klickt. Das ist dieselbe Seite. Dauert ein bisschen, zack. Hier sind die ganzen Musterschreiben für die Passo-Abgabe und unten ist die Liste, wo die Sammelliste ist. Und da haben wir heute die 2 Schenkungen, die heute eingegangen sind, sind jetzt schon hier eingetragen. Hier unten. Ja. Kann man noch 50 Euro, 1000 Euro, ist dann schon ganz schön viel. So, Sachschenkung. Jetzt kommt hier der Freund hinten, hat uns dann noch hier das Mischpult mitgegeben. Das ist eine Sache, die wir mal für die Außeneinsätze verwenden wollen. Weil wir wollen ja nicht nur einen Rundfunksender machen, sondern wir wollen mit 2 großen Boxen, das sind solche großen Dinger, und ein Stativ, rumfahren und in verschiedenen Orten einfach mal eine Demo anmelden und dann unsere Sachen, unsere Befindlichkeiten bringen. Weil Pegida wird seit einem Jahr demonstrieren. Was machen sie? Sie rennen mit BAD-Fahne rum, kritisieren im Prinzip das, was alles nicht stimmt. Aber ich habe noch nie bei einer Pegida-Veranstaltung eine Lösung gesehen. Die haben immer nur von Problemen geredet und dass das so schwierig ist und dass die Politiker so böse sind. Aber keiner hat bei Pegida gesagt, was müssen wir tun? Was müssen wir bis nächste Woche erledigt haben, damit es vorangeht? So, nun muss ich mich noch mal kurz dazwischen mischen. Wir haben den sogenannten Hut, den ich leider nicht habe rumgehen lassen, für Uwe noch mal einen Energieausgleich, beziehungsweise wie er es verwenden kann, gut. Für den Kaiser. Wir tun es doch mit rein. Ja? Das gut, okay. Damit alles klar. Ich zähle es dann noch mal und wir tun es dann heute Abend eintragen. Ich bedanke mich erstmal für eure. Gut. Ja, vieles ist zwar kostenlos, aber nicht alles ist umsonst. Gut, jetzt mache ich erstmal die Internetsache aus, damit wir hier nicht weiter gestört werden.